wir sind heute Abend auf der Premiere von Radio Date und ihr könnt euch auf einen abgefahrenen Film mit sehr viel Spaß und einem traumhaften Sommer-Berlin gefasst machen. Sehr lustig und der hat aber auch auf der anderen Seite zum Nachdenken angeregt. Ich hab so krass gelacht. Es war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sehr erfrischend. Ich bin mit Erwartungen rangegangen, die extrem übertroffen wurden. Ich glaube, das wird die Komödie des Jahres. Uns war klar, dass wir einen frischen, jungen Cast irgendwie an den Start bringen wollen und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Und wir haben mit dem wunderbaren Edin Hasanovic einfach einen der tollsten und talentiertesten und hübschesten Schauspieler, die es in diesem Land überhaupt gibt. Ich würde fast sagen, auf der Welt. Edin! Hey. Das ist der Zufall. Das ist eine Dating-App, bei der sich Männer und Frauen in Kategorien einteilen und raten können. Der hat mich echt umgehauen, ich hatte oft gelacht, super süß, kann ich nur weiterempfehlen. Am Ende regt der Film zum Nachdenken an, perfekt für die heutige Generation. War mega lustig, hätte ich so nicht erwartet. Ein böser Film, der lustig ist. Die Dreharbeiten waren eine Sensation. Wirklich, wirklich lustig. Also ich bin so wahnsinnig. Also wir sind hier bei der Premiere von Rate Your Date auf dem roten Teppich. Rate Your Date startet am 7. März. Wir gehen in den Film. Ciao, ciao, los, los. Also ich fand's absolut traumhaft hier. Wir haben den Jahrhundertsommer erwischt. Der hat auch uns erwischt. Der hat uns richtig erwischt, ja. Nee, aber es war wirklich ein absoluter Traum. Also wir haben, das ist wirklich auch ein Kerninhalt dieses Films, warum ich den so sehr liebe, ist einfach, ist alles wirklich in Sonne getränkt und auf der Spree und Sonnenuntergänge und einfach Sommergefühl pur ist. Und das hätte man am Wasser wirklich mit Feintunes hätte man wirklich nirgendwo schöner drehen können. Also ich habe mich da nochmal neu sehr in Berlin verliebt. Ich bin auch einfach nur begeistert. Ich weiß nicht, an was es lag, aber mein Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Ich bin wirklich sehr, deswegen freue ich mich so auf diesen Film. Die Leute müssen sehen, dass das stimmt, dass ich da wirklich Freude hatte. Ich weiß nicht, was da... Das sieht man auch. Ich bin verliebt in Alicia, ich bin verliebt in Regisseuren, in ganze Leute, die mitgemacht haben. Und ich möchte in die Welt schreien jetzt. Feel free. kitschig. Ja. Kann man machen. Obergeil. Obergeil? Ich finde, es ist gerade jetzt, man lernt sich auch im Internet kennen, wenn man den anderen mal gegoogelt hat. Vorher zum Beispiel, oder? Also ich finde es eine spannende Möglichkeit, heutzutage Menschen, die vermeintlich zu einem passen, schneller zu identifizieren. Ich finde, das ist schon eine Frage, was passt zu einem? Ja, was du denkst, oder wonach du suchst, ist ja einfacher, das auf jeden Fall zu finden, als auf die Straße zu gehen und zu sagen so... Du? Naja, aber es ist natürlich, macht es auch schwieriger, weil man sich natürlich auch so darstellen kann, wie man selbst gerne gesehen werden möchte. Insofern hat es Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall für die schnelllebige Zeit, in der wir leben, ein sehr hilfreiches Tool. Ja. Ich fand es immer ganz, bei mir waren es immer die Leute, die ich nicht erwartet hätte, zu denen ich dann... Auf einmal die für mich ein Magnet waren, die mich inspiriert haben. Wenn ich jetzt suche, wenn ich genau weiß, was ich will, ich glaube, ich liege total falsch. Dann lieber keine Dating-Apps mit Hashtags, wo du sehen kannst, was andere über die Person sagen. Ach so, ja, stimmt. Da weiß man schon. So wie bei... Right Away. ich hatte ein Horror-Date, darf ich? Ja, ja, ich hatte ein Horror-Date beim Casting. Wir wurden total überrumpelt, weil wir nicht nur die Szenen spielen sollten, sondern wir kamen in den Raum und David Dietl, der Regisseur, saß da an einem Tisch und wir mussten mit ihm ein Date durchspielen. Ich habe mit ihm gespielt. Und ich war so überrumpelt, dass ich ihn gefragt habe, ob er auf Tiere steht, weil ich es witzig machen wollte. Und ich bin da überhaupt nicht mehr rausgekommen. Dann haben wir irgendwie ewig lang über Tiere geredet und es war
sehr peinlich und sehr komisch und es ist auch noch auf Band, weil es natürlich aufgenommen wurde. Ich will es nie wiedersehen. Ja. Das ist schon, ja. Schon scheiße, ne? Mir passieren halt diese Momente gleich zu Beginn. Das ist immer das Schwierige. Ich bin dann der ganze, egal wen ich treffe, ne? Das muss nicht mal ein Date sein, das kann auch eine Bewerbung sein oder beim Postamt. Ich habe einfach nur Schwierigkeiten, das wieder auszubügeln, was ich vorhin gerade gesagt habe. Du bist der Anton. Ich bin der Anton. Anton hat auch am Anfang ein bisschen Angangsschwierigkeiten. Ja. Mit der Zeitung. Eben. Ja, das ist einfach Scheiß, dass man diese Sachen, die eigentlich als Hilfe erfunden wurden, dann halt echt einen Nachteil haben, wenn man die Leute dann fixiert auf ein Bild, was man, es ist einfach, jemanden einfach in den Schublade zu stecken. Es ist einfach. Und es ist noch einfacher, den dann abzustempeln und es gibt ja genügend andere Menschen. Das ist ganz gefährlich. Also ich glaube, dass in der App ist es ja so, dass man dann irgendwann statt Menschen in vorgefertigte Kategorien einzuteilen, selbst Kategorien bilden darf. Und ich glaube, das ist eben die Tücke an der Anonymität des Internets, dass man ohne jemanden wirklich zu konfrontieren schnell ein bisschen zu hart werden kann oder eben unfaire Kategorien bilden kann oder jemand einteilen kann. Weil ich, ja, es geht so schnell, macht es so einfach, so zack, hier. Und das kommt aber bei dem es ankommt, tut es natürlich unglaublich weh. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr oder eine Sache, vor der man sich schwer schützen kann, aber wo wahrscheinlich jeder an sich selbst den Anspruch haben sollte, nur Sachen zu posten oder zu machen oder Kategorien zu bilden, die er auch im echten Leben so aussprechen würde. Die Suche nach der Liebe ist nicht einfach. Es ist eine Klitoris und kein Rubbellos. Es gibt eine Menge schräger Typen da draußen. Wir zwei Appassionata, das mit dem Pferden. Und dann Dinner im Hardrock-Café. Aber was, wenn es eine App geben würde, die dir zeigt, wie die Person ist, bevor du sie getroffen hast? Also nicht, wie sie vorgibt zu sein. Schreck Gott. Sondern wie sie wirklich ist. Der Psychopath. Der Tröster. Der Nestbauer. Dann hast du ja mal eine normale Frau mitgebracht. Crazy Bitch. Ich kann nicht garantieren, dass du damit den Richtigen findest. Aber sie könnte dich davor bewahren, neben dem Falschen aufzuwachen. Du bist Jungfrau? Wieso hast du mir das nicht gesagt? Ich hab dir gesagt, das ist mein erstes Mal. Ja, ich dachte auf einem Boot.